Hey ho, meine Lieben, morgen soll's rausgehen an die Donau mit Anhänger, mit Klappo, mit Tisch, mit Stuhl, ja, alles zum rundum glücklich sein. Und was mache ich da? Mediterran gewürzte Filetspieße, mediterran gewürzte Knoblauchfiletspieße mit Paprika. Jo, und die mache ich mir selber. Und ja, es gibt endlich wieder ein etwas aufwendigeres Video. Heute die Vorbereitungen, lege ich das Filet ein, in Knoblauch und mediterran gewürzt. Und morgen werde ich dann noch schnell die Spieße zusammenstecken, die Paprika schneiden und mit aufspießen. Kartoffelspieße mache ich auch noch dazu. Und zwar mit Drillingen, die kleinen Mini-Kartoffeln. Ich denke, ich werde sie ein klein bisschen vorkochen. Und ja, alles weitere drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Tja, Freunde, hier von den Drillingen werde ich mal ein paar vorkochen. Das mache ich out of video. Was habe ich jetzt hier? Das Filet, eine Schüssel, ein bisschen Knoblauch. Dann den Medicopter von McAllister. Mediterranes Gewürz, optimal für mein Vorhaben, und ein bisschen Olivenöl. Gut, jetzt werde ich aber zuerst einmal den Knoblauch soweit vorbereiten. Ja komm, das soll mal ausreichen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Dann tue ich den schnell vorbereiten und dann mit meiner Knoblauchpresse direkt hier reinpressen. So, vorbereitet. Da war noch ein Fussel drin. Und den Knoblauch presse ich mir jetzt einfach hier rein. Ohne großes Tamtam, ohne viel Tara. Hier ist es wichtig, wirklich eine Knoblauchpresse verwenden, damit der schön ausgepresst ist, damit sich die ätherischen Öle, Säfte vom Knoblauch frei entfalten können. Und es funktioniert halt am besten, wenn er gepresst wurde. So. Tja. Olivenöl dazu. Fertig wären wir schon soweit. Erst einmal. Dann schnappen wir uns unser Filet. Ein Löffel sollte da nicht unbedingt komplett reinfallen. Wenn es nicht anders geht. Tja, also ich habe es ein klein wenig pariert. Schneiden wir jetzt hier einfach das komplette Filet, so wie es ist, in schöne Stücke runter. Ich bin ja gespannt, wie viel Spieße mir das ergibt. Mehr als zwei werde ich mit Sicherheit nicht machen und mitnehmen. Den Rest werde ich dann wohl oder übel entweder eingefrieren oder mir gleich zu was anderen noch weiterverarbeiten. Aber das, ja, sehen wir dann entsprechend in einem Video. So. Oh, das riecht jetzt schon geil. Ja, der steht schon etwas länger. Ich glaube, den muss man ein bisschen aufrühren. Ja, haben wir ja schon was.
So geht es einem halt, wenn man das Zeug nicht regelmäßig in Gebrauch hat. Aber was sagt uns das? Da sind keine solche Lockerungsmittel drin. Ja, blutige Händerkäpf, ist da Pfeffer drin oder was? Oh. So, gut durchrühren. Oder auch kneten. Oh, ich zieh meinen Handschuh an. Ich ziehe mir einen Handschuh an. Weil dann kann ich das richtig schön durchwalken. Oh, geil. Ja, freue ich mich schon auf morgen. Ja, wird das geil. Das wird geil. Leute, das wird richtig, richtig geil. So. Damit wären die Vorbereitungen vom Fleisch schon abgeschlossen. Die Drillinge werde ich wahrscheinlich morgen dann schnell noch kochen. Und wir sehen uns dann morgen hier weit wieder an dieser Stelle, wenn ich die Spieße mache. Aber jetzt werden wir noch zusammen schnell die Kiste. Oder? Nee, das machen wir morgen. Das schauen wir auch morgen zusammen, was alles in meiner Kiste für unterwegs drin ist. So, jetzt habe ich heute Nacht doch noch die Kartoffeln gekocht und die piekse ich jetzt alle bloß ein bisschen ein. Ob das jetzt viel bringt, kann ich nicht sagen. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Einfach bloß so ganz wild bisschen einstechen. Das mache ich jetzt mit allen und tue die dann in die Schale hier rein. Ganz genau. Tja, und dann ganz einfach wilder marokkanischer Rosmarin. Dem kommt natürlich etwas mehr rein. Dann etwas von dem mediterranen McAllister Gewürz, der Medicopter. Tun wir auch ein bisschen was rein. Schütten wir hier einfach ein bisschen Olivenöl mit dazu. Was mir jetzt so im Nachhinein einfällt, wäre es vielleicht nicht blöd gewesen, die in einen Beutel rein und einvakuumieren, weil dann wären die sauber vom Öl umschlossen gewesen. Könnte man machen. Ja, ich denke, das reicht an Gewürzdingern. Und so schicke ich sie jetzt auch nochmal in die Kühlung, in den Kühlschrank. Oh Mann, hey, schon wieder kurz vor zwei. Und morgen früh geht es dann weiter. So, wenn ich denn aus dem Bett rauskomme. Naja.
So, meine Lieben, weiter geht's. Mittlerweile 11.49 Uhr. Ja, ich war heute schon beim Einkaufen. Ich bin am Kuchen backen, an Käsesahne. Mache ich aber kein extra Video dazu. Ich bin sozusagen im Stress. Gut, jetzt schneide ich mir hier einfach ein paar schöne Ecken von der Paprika weg. Oder von den Paprikas. Naja, wie man auch immer sagen möchte, dass wir die einfach zwischen rein spießen können. Mache ich jetzt mit beiden Paprikas und tja, danach sehen wir uns auch schon wieder. Mann, ist das wieder ein Gemetzel. So, dann fange ich mal an hier. Oh, ich ziehe mal Handschuhe an, das ist wahrscheinlich gescheiter. Und ihr seht es, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Einfach bunt gespießt, wie man gerade lustig ist. Ein bisschen gefalteten Bacon dazwischen und gut ist. Ja, und ich glaube, ich mehr als zwei Spieße werde ich da gar nicht mitnehmen brauchen. Obwohl, wenn ich sie so klein mache, schauen wir mal. Gut, ich mache jetzt die Spieße fertig. Mit den Kartoffeln mache ich das dann ähnlich und das Ergebnis zeige ich euch nachher gleich. Tja, meine Lieben, was soll ich sagen? Das sind mir viel zu viele Spieße heute. Oh. Eigentlich würden zwei reichen. Dann friere ich mir hier einmal zwei ein. Obwohl, der noch mit rein. Ja. Hoffentlich gehen die dann, nachdem sie gefroren sind, auseinander. Dann friere ich mir hier einmal den Doppelpack ein. Und die zwei nehme ich mit, weil es kommen ja auch noch die Kartoffelspieße dazu. Und ganz ehrlich, wer soll das alles essen? Also, so viel kann ich gar nicht essen. Auf einmal. Leider. Tja, Leute, und genau das ist das Problem, was ich habe. Tja, da mache ich mal jetzt drei Spieße oder so. Und den Rest spieße ich auch fertig. Und er kommt halt dann auch in die Gefriere. Es wird dann ein Kurzvideo mal geben. Spieße, selber gemachte Spieße, bla bla bla, daheim oder so. Mhm. Genau, so machen wir das. Tja. Das war's. Das nehme ich mit. Das muss ausreichen. Gut. Ja gut, da mache ich mir jetzt auch noch ein paar Spieße und die friere ich dann auch noch ein. Mache ich aber etwas kleiner, weil dann nehme ich dann gleich diese Schüssel, Schale. Spül die einmal aus und dann ab in die Gefriere. Obwohl ich ja jetzt gar nicht weiß, wie sich das mit dem Öl an den Kartoffeln verhält, das Einfrieren. Aber das probiere ich einfach aus.